Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Lizard SV2500. Und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Schwader. Der Autor von diesem Mod heißt hier Nico Pix. Und die Modgröße beträgt ca. 5,51 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser hier ca. 4 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann nur noch einen Slot. Das Ganze finden wir hier auch unter Mods und DLCs. Und da haben wir hier schon den Lizard SV2500. Dieser wiegt ca. 670 Kilo, braucht mindestens 30 PS und hat eine Arbeitsbreite von 2,8 Meter. Aktuelle Arbeitsgeschwindigkeit liegt hier bei 15 km/h. Kostenpunkt in der Standardkonfiguration knapp 7000 Euro. In der Konfiguration selber können wir hier nur die Hauptfarbe wählen, hier sogar in allen Farben. Vorgewählt ist jetzt mal Rot. Hier können wir jetzt wählen auch mal in John Deere Gelb. Oder auch passend in Olivgrün. Dann kostet uns das Ganze mit dieser Farbwahl ca. 8.850 Euro. Jetzt habt ihr euch bestimmt gefragt, was ist das denn oder wofür braucht man denn das? Das Ganze ist aktuell ein Schwadwender, entwickelt um die Qualität der Ernte zu verbessern, indem luftige erhöhte Schwaden ohne Verunreinigung wie Erde und Steine erzeugt werden. Das Ganze zeige ich euch jetzt mal als Beispiel bei einer Strohschwad und auch bei einer Grasschwad. Dazu habe ich mir einen Fan hier mal geschnappt mit dem Mod dazu und diesen wollen wir hier gerne mal ausprobieren. Wir fahren hier einfach hin, koppeln das Ganze an und hier wird dann auch schon alles verbunden, Kabel, Schläuche und die Zapfen. Dann habt ihr hier eine Tastenbelegung wählbar, L1 und Kreis für Heben und Senken. L1 und Viereck für Anschalten. Oder ihr könnt wählen L1 und rechter Stick nach links oder nach rechts, um das Ganze zu verschmälern oder um das Ganze zu verbreitern. Dann können wir hier das Ganze mal absenken mit L1 im Kreis und können hier sogar noch den Arbeitsmodus wählen mit R1 und L3. Aktuell jetzt Mitte, links oder auch gerne rechts. Jetzt können wir das Ganze auch anschalten mit L1 und Viereck und können hier diese Schwad breiter machen, damit man diese Schwad auch besser trocknen kann. Wir fahren jetzt einfach wie gesagt hier drüber und machen die Schwad dann ein bisschen breiter. Dann haben wir aktuell diese kleine Schwad auch mal hier ein bisschen breiter gemacht und können hier das Stroh dann halt auch besser trocknen lassen. Andernfalls könnt ihr das Ganze auch anders nutzen, indem ihr jetzt eine Grasschwad nimmt, auch hier wiederum das gleiche ankoppeln tut. Hier verbindet sich natürlich auch alles, Zapfwelle, Kabel und Co. Hier könnt ihr wählen L1 und Kreis verheben und senken. L1 und Viereck voranschalten und auch hier könnt ihr wählen L1 und der rechter Stick nach links oder rechts, für das Ganze zu erweitern oder zu verschmälern. Auch hier könnt ihr wählen mit R1 und L3 den Arbeitsmodus, Mitte, rechts oder links, je nachdem. Und dann wollen wir das Ganze hier mal absenken und noch anschalten. Jetzt bitte beachten, pass jetzt mal auf, was jetzt passiert. Wir haben jetzt aktuell eine Grasschwad da, ne? Wenn wir jetzt hier drüber fahren damit, machen wir damit Heu. Also wir fahren einfach jetzt hier drüber und können aus dieser Grasschwad auch automatisch Heu machen. Das finde ich wiederum sehr interessant gehalten. Und falls er jetzt mal zu viel Gras gemacht hat oder zu viel Gras gemäht hat, kann man diese Grasschwad automatisch mit diesem schönen Mod
in eine Heuschwand umwandeln. Finde ich an sich sehr interessant gehalten und mit knapp 5,5 MB auf jeden Fall schon eine Mod-Empfehlung wert. Das Ganze ist aktuell natürlich in der Hauptfarbe konfigurierbar und kann man sich hier mal auf jeden Fall mal testen und auf den Hof mal bringen. Damit sind wir hier leider aber auch schon zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst noch gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt mir diese doch gerne bitte unten in die Kommentare. Besucht uns natürlich gerne noch auf Twitch oder schaut bei Discord vorbei. Die Link zum Twitch-Kanal und zum Discord-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.